Kann man recht einfach machen. Läuft dann auf einen eigenen Rechner oder man mietet sich halt irgendeinen Server an und haut die Rechte dann so drauf, dass es kein anderer lesen kann. Oder es kann halt doch ein anderer Leser aber nicht editieren. Das wäre, glaube ich, so würde ich das machen. Also ich neige ja generell dazu, alle Sachen technisch zu lösen. Probleme und generell und überhaupt und viele Dinge kann man einfach machen, so wie immer, oder man sucht sich irgendeine hochkomplizierte technische Methode aus. Und ich neige irgendwie dazu, für immer die sogenannte Ingenieurslösung anzustreben. Also irgendwie was zu entwickeln oder zumindest kurz umzudenken. Warte mal, sind das denn mal wieder? Nein, verwüstete Abgeschworene, geil. Obwohl, warte mal, da fällt mir gerade ein, das ist totaler Fail. Ich bin doch letztes Mal an die Typen schon voll gescheitert. Oh, ich block schon gerade im Nahkampf, ne? Endlich still. Warte mal, ich muss hier kurz. Ihr seid hallo. Tot. Ja, ich glaube auch, dass ich tot bin. Hua, muss weg. Wie war denn das hier? Hallo? Ich würde gerne. Nee? Ich würde gerne. Hä? Ah! Ja. Ja, Serana, du kannst sowieso nicht sterben. Ich saug mal von dir leben, ja? Das ist hoffentlich in Ordnung für dich. Das müsste ich ja nicht darauf achten zu lassen, aber ich sehe den Lebenspunktebalken nicht, weil Serana halt im AOI drin steht. Na, der nächste könnte vielleicht. Oh. Nein! Ich hasse Serana dafür, was sie sich einbildet. Man muss ja wirklich selber töten, ne? Dass man das hier so lange halten muss, ist ja auch total nervig. Die Bestie? Oh, die können schon mehr betäuben, diese hässlichen Abgeschworenen. Das ist so grausam. Und ich kann auch halt nix. Sterbe ich jetzt hier? Nö. Doch, ich sterbe hier, wenn das so weitergeht. Ich mich nicht schnell ein bisschen schneller verwandle. Nein, ich würde gerne meine Heilzauber. Nein, das ist der Feuerball. Ich hätte gerne Heilung. Hallo, Heilung. Heilung, Heilung. Da, Heilung. Hä? Das konnte ich aber auch schon mal doppelhändig zaubern. Ne, ich wollte gerade sagen. So. Besser. Viel besser. Ja, technische Lösung. Deswegen finde ich auch die. Wir lesen die Schriftrolle der Alten mit einer Maschinenlösung von den Zwergen viel geiler. Als da irgendwie lange versuchen rumzufummeln. Und ich glaube, wenn es in der realen Welt Magie geben würde, dann wäre ich auch ganz doll daran interessiert, irgendwie mit der Magie Sachen zu konstruieren. Also, das ist das. In Shadowrun heißt das, sind das denn die hermetischen Magier, die diesen wissenschaftlichen Ansatz geben. Da gibt es nämlich die Schamanen, also wer Shadowrun nicht kennt. Ist ein älteres Pen-and-Paper-Spiel, wird auch heute noch gespielt. Gibt es auch jede Menge Romane drüber. Ich habe persönlich, ehrlich gesagt, nur die Romane gelesen. Ach, jetzt weiß ich, warum ich hier abgeschworen bin. Ich bin ja direkt zu so einem Lager gereist. Hey. Ist ein Pen-and-Paper, woraus denn Geschichten geschrieben wurden. Und das ist halt eine ganz spannende Welt. Das spielt in der Zukunft, Jahr 2050 bis 2079 sind, glaube ich, die aktuellen Dinger. Und es geht darum, dass im Jahre 2011, und zwar Weihnachten am 24. Dezember, oder aber als Nativversion am 2012, also dieses Jahr, irgendwann dann bald mal, wenn die Welt hintergehen soll, nach dem Maya-Kalender, dass dann das vierte oder fünfte Zeitalter anbricht und dadurch die Magie in die Welt zurückgekehrt ist. Und dann verwandeln sich dann noch die Menschen, teilweise in Zwerge, Orks, Trolle und... Nee, die Elfen werden, glaube ich, nur geboren, da verwandelt sich keiner. Und dann gibt es auf einmal Magie in der Welt. Und dann hat man halt diese tolle Mischung aus Technik und Magie. Und das ist ganz interessant. Da gibt es dann halt die... Das ist wirklich toll. Kann man lesen. Shadowrun. Also, das ist immer wieder interessante Geschichten. Gab es, glaube ich, auch mal ein Online-Spiel, aber das hat sich nicht so gut verkauft. Obwohl man das eigentlich sehr gut, das Spiel machen würde. Die ganzen Infiltrationssachen, die halt die namensgebenden Shadowruns ausmachen. Denn, weil Handlung ist halt, dass die... Was sich eigentlich heutzutage auch schon abzeichnet, so wie zum Thema Dystopie, Realismus könnte man es fast nennen, dass die Firmen oder beziehungsweise die Konzerne, sind sie dort genannt, mehr oder weniger die Regierung in den Schatten stellen und faktisch die Macht übernommen haben. Und die ganzen Firmen bekriegen sich in den Schatten, also die Shadows, untereinander. Und das machen sie nicht mit irgendwelchen eigenen Truppen, weil das wäre ein bisschen doof, sondern mit Freelancern, den sogenannten Shadowrunnern oder nur Runnern, kurz gesagt. Das sind also quasi Lohnsöldner, die sie anheuern für gute Preise, die dann halt bei Firma XY einsteigen und Daten für Firma YZ rausholen. Und sich am besten dabei nicht erwischen lassen oder zu speziellen Konditionen. Also eigentlich Söldner, mit die halt gut bezahlt werden. Da gibt es halt noch lustige Hinterhaltsstorys, dass da manche Konzerne nicht bezahlen wollen, denn hier halt und so weiter und so fort. Und da ganz toll auf jeden Fall. Jemand eine Idee, wie ich da rüberkomme? Doch, warte mal, ich habe eine Idee, wie ich da rüberkomme. Sogar nicht ziemlich einfach, aber ich glaube, da hinten gab es sowieso nichts. Ich könnte mal Dürni beschwören. Naja, jetzt ist es zu spät. Da. Also ich hab's fast geschafft. Wer ist da?
Fast. Ich habe ja eine Idee, wie ich es machen kann. Aber da hinten war übrigens ein Frosch. Ich glaube, ich komme da sowieso hin. Ja, Shadowrun, sehr spannend. So, jetzt aber ein bisschen zum Spiel. Ach, hier kommen wir einfach nur hin. Das war ja Sinus, weil ich das versucht habe. Also, wir sind jetzt hier scheinbar in der Schwarzfallhöhle und hier soll irgendwo auch jetzt Bogen rumrennen, was mir... Das hier sieht eine Abkürzung aus. Was mir persönlich, ehrlich gesagt, schwer vorstellen kann, dass hier irgendwo in so einer komischen Höhle der Bogen einfach so rumgammelt. Ich meine, den hätte ja irgendjemand schon mal gefunden, ne? Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Ja, ich sehe hier gar nicht. Also, ich sehe nur so ein komischer Abgrund. Oh nein, ich bin so überrascht. Also ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht sagen. Da wurde ich hier. Nicht sagen, dass ich besonders überrascht bin, weil ich, oh, guck mal, Spinnen. Nein, verdammt. Ah, ich wollte gerade eine töten im Fallen, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin halt nicht überrascht, weil das habe ich halt alles schon mal gemacht. Also, das kenne ich schon. Weil das habe ich halt alles mit Mikro gemacht. Das meinte ich ja, das wiederholt sich hier. Also ich renne jetzt hier einfach durch und versichte jetzt mal darauf, welche Spinnen umzukloppen. Ist sowieso sinnlos. Ich meine, warum sollte ich das tun? Das habe ich ja alles schon mal gespielt. Die wichtigen Unterschiede kommen erst gleich, wenn ich hier am Ende dieser Höhle bin. Waren hier nicht irgendwelche lustigen Fallen noch? Wer war so? Ich glaube, Serana müsste ich jetzt auch gleich bei haben. Das ist halbwegs wichtig. Amulett von Ständer, Gold, 10 Stein großer. Kräftige Heilung nehme ich mit. Ich sollte vielleicht mal Ausdauer leveln. Gegengefangen habe ich hier Feuerresistenz, kann man mitnehmen. Spinnenei eher nicht so. Hier lag auch irgendwo noch ein Buch, und wer das war. Die wollten sich vor irgendjemand, also die, das sind, glaube ich, Priester von Stendar gewesen. Die wollten sich, Stendar, die wollten sich vor irgendwas verstecken. Vor Trollen. Und dann haben die hier irgendwie Geräusche gehört. Und dann sieht man ja, was draus geworden ist. Brett ist übrigens noch gar nicht lange her, also maximal 10 Minuten. Also kurz bevor ich gekommen bin. Ist die Ladung auf mein Schwert eigentlich noch gut? Oh, ziemlich. Na gut, ich glaube, mach trotzdem mal schwarzer Stern. Ah, verdammt. Den schwarzen Stern werden wir so schnell nicht wieder aufgeladen kriegen, befürchte ich. So, hier hinten brennen Fackeln. Das wird ausnahmsweise sogar mal logischer. Guck mal, da hinten ist ein Troll. Beim ersten Mal habe ich mich noch gefragt, ob das wirklich ein Troll ist, aber ich habe dann rausgekriegt, ja, es ist ein Troll. Wo ich da mit der Armbrust einmal draufgeschossen habe. Damals habe ich noch einen Schleichangriff gekriegt. Hallo? Also keine Schneetrolle, wie sonst immer. Das sind am... Ich hatte vor einem Moment Angst, dass er mich finisht, der dumme Troll. So, wir haben eine blutverschmierte Kiste mit einem Amethyst, Grundumerz, einer silbernen Juwelenholzkette und einem... Ach komm, den brauche ich nicht. Ja, also diese Höhle hier... Also ich finde die Höhle an sich ja eigentlich sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Aber ich finde es eigentlich auch sehr schade, dass das Dawnguard doch so viele Parallelen sind. Am Anfang hat sie echt hoffnungsvoll angefangen. Mit den großen Unterschieden. Und jetzt läuft es halt genau gleich wie mit Dämmerwacht. Also wir arbeiten mittlerweile gegen Fürst Harkon, falls es irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat. Mehr oder weniger. Kommt, aber wir haben treffen... Ihr habt hier nichts zu fürchten. Ah, Gilebor ist da. Hallo. Was ist das? Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Tja. Ich Hallo. Bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Oh, den Gott der Sonne. Auriel, Alkosch, Akatosch, so viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Oh. Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Hm, wie das wo kommt, dass die für die meisten Reisenden irgendwie leicht negativen Touch haben? Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich weiß nicht, wie kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Okay, habe ich woher wusstet ihr ja. In den Tausenden von Jahren, die ich dem Dom als Wächter gedient habe, gab es keinen Besucher, der aus einem anderen Grund hergekommen wäre. Sie bitten um Auriels Bogen und ich bitte Sie um Hilfe. Das ist schon so oft passiert, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Okay, was willst du? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Meinen Bruder. Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was mir gerade so auffällt, warum bin ich jetzt so verflucht klein? Also, wenn man davon ausgeht, dass hier mein Kopf ist, dann reicht den ja gerade mal bis zur Brust. Ich meine, so ein Schneeelf durfte ja nicht größer sein als ein Hochelf. Ich muss mich gleich mal neben ihn stellen. Was haben sie denn gemacht? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten.
Ja, ohne Vorwarnung ist ganz klug, wenn man irgendwie was vorhat, jemanden zu töten, dann ist es vielleicht besser, die Leute nicht vorzuwarnen. Kann ich voll nachvollziehen. Na, der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Aha, ist also tot. Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Na toll. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Wer wartet? Er wartet etwas. Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Toll. Okay, Wegschreine. Ja, genau, was für Wegschreine? Ich bin ja komplett überrascht. Ich habe gar keine Ahnung, was du meinst. Lasst es mich euch zeigen. Oha. Hätte ich das auch gekonnt? Ich meine, ich kann... Nein, ich kann gar kein Sonnenfeuer. Aber er kann das. Hätte ich einfach mal ausprobieren müssen. Naja. Ah, nee, halt, der zaubert ja gar kein Sonnenfeuer. Das ist ja, warte mal, Sonnenfeuer ist ja der Spruch, den ich nicht kann, weil es ist nämlich Zerstörung. Also es ist Zerstörungsmagie, aber es ist ein Zauberspruch. Oder habe ich den doch? Warte, mal gucken. Man kann übrigens diese ganzen, also wo ich hier gerade Nebelmann beschwören gesehen, man kann alle Viecher, also man kann die Knochenmänner, die Nebelmänner und die anderen auch noch beschwören. Todesmänner, wie sind die denn? Das kann man alles machen, aber ich habe natürlich nicht alle Bücher gefunden. Nee, ich kann nur Schneesturm und Ruf der Tapferkeit, achso. Oh. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Okay. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Na toll. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Renn ich durch. Okay, wie viel gibt es denn? Ich glaube, 6 Stück waren es, oder? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Okay. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Kannst du nicht. Also an jeden Wegschrein oder wenn was? Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen. So wie es auch die Erleuchteten tun. Okay, dann mache ich mich auf den Weg, dies wa? Ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Okay, wow. Also, ich meckere nochmal darüber, das ist nur eine dumme Textur, sieht total schlecht aus und ich finde das nicht besonders schön, wenn das so ist. Mit der Textur. Also, ich weiß nicht, ich finde das ist von der Schönheit her eher nicht so toll. Übrigens, er lebt hier seit mehreren tausend Jahren und er hat immer noch nichts Besseres als dieses Fellbett. Das habe ich schon bei Minko gesagt. Und das bemerke ich nochmal. Übrigens, hier Portal, keine Rückseite. Ganz toll.
herrlich und wunderprächtig. Na gut.